mal angefangen zu schauen, wo steht die Mannschaft athletisch. Sind viel gelaufen, natürlich, 5x1000 Meter Intervalle, um einfach zu gucken, wo stehen sie. Alles natürlich Puls so überwacht, um auch zu sehen, wie sind die Erholungswerte in den Pausen, wie sind die Pulswerte, wenn sie dann laufen müssen. Wo steht die Mannschaft? Ja, also dort, wo ich sie erwartet habe. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei Null anfangen müssen. Aber wir haben schon auch an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf, das ist auch ganz klar. Aber das ist jetzt nichts, was uns total überrascht. Ne? Und in den nächsten Wochen ist Vorbereitung ist auch natürlich ein Stück weit Qual, das ist gar keine Frage. Wir wollen von Anfang an auch viel Wert darauf legen, dass die Jungs Spaß haben, dass wir gemeinsam lachen können im Training, damit wir dann eben auch immer wieder ja, auch die Ernsthaftigkeit dann auch reinbekommen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs auch immer wieder locker in die Trainingseinheiten kommen, damit wir dann, wenn es darauf ankommt, dann auch richtig arbeiten können. Und insgesamt wollen wir natürlich das eine oder andere an der Ausrichtung auch verändern. Das hat gar nichts mit der letzten Saison zu tun, sondern auch in der Zeit, als ich davor Trainer war, sind nicht alle Dinge so gemacht worden, wie ich mir das selbst auch gewünscht habe und vorgestellt habe. Und das eine oder andere wollen wir jetzt natürlich mit neuem Elan, mit frischem Wind auch angehen und wollen versuchen, natürlich auch in der spielerischen Ausrichtung das eine oder andere zu verändern. Und das werden wir natürlich in den nächsten Wochen massiv mit den Jungs angehen. Ja, ich glaube. Wir sind gut gestartet, denke ich. Etwas lockerer. Und ja, die nächsten Wochen werden ein bisschen straighter, denke ich mal. Die ersten Wochen sind ja immer so eklig hart eigentlich. Ist es so deins oder eher nicht unbedingt? Ich bin ja jetzt knapp 25 Jahre Handballer und 25 Jahre war die Vorbereitung nicht meine Zeit gewesen, gebe ich zu. Aber das ist die Vorfreude mit den Testspielen auf die Saison, wo es dann richtig Spaß macht. Mit euch ein Bier trinken. Ja, das ist auch richtig. Habe ich Party schon erzählt. Das sind unsere zwei Brüder. Ja. Es läuft übrigens. Ja, es läuft. Ist doch gut. Ab und zu ein Bierchen mit den Jungs stärkt den Teamgeist. Ist alkoholfrei natürlich.